Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Maultrommel TV. Ich habe mir da jetzt in der Nationalparkapotheke in Mulln meine erste Online-Bestellung angeholt. Und wie das Ganze kinderleicht funktioniert, das zeigen wir euch in der Sendung. Außerdem zeigen wir Ihnen den großen Neujahrsempfang anlässlich des 10-jährigen Jubiläums von Wirtschaft Steiertal. Zu Beginn präsentieren wir Ihnen den neuen Imagefilm. An den Lebensraum in Steiertal ist einfach die wunderschöne Gegend, die Natur, die wir da haben. Ja, Steiertal, das sind wir ehrlich, die Berge, das Luft, das Wasser, das ist der beste Platz auf der Erde. Und es macht Spaß, als Wirt in der Gegend zu sein, es macht Spaß. Wir sind da im Steiertal sehr zentral. Wir haben 10 Minuten zur Autobahn und wir haben ein Naherholungsgebiet. Das heißt, vor der Haustür. Bei uns ist deswegen so schön, weil immer sehr behutsam und nachhaltig die Flächen bewirtschaftet wurden. Und das hat ja dann auch dazu geführt, dass besonders wertvolle Flächen zum Nationalpark erklärt worden sind. Mir gefällt die Kulturlandschaft irrsinnig gut und auch wirtschaftlich gesehen, mir gefällt das Zusammenhalten noch. Die Steiertaler grundsätzlich sind alle offene, freundliche Leute. Also man kann, wie es bei uns in der Siedlung ist, in der Nachbarschaft, wenn es da mal am Sonntag der Zucker da ist, und wir gehen und fragen, du hast schon einen Sackerl. Ich bin ja beruflich eigentlich sehr viel unterwegs und jedes Mal, wenn ich heimkomme, spüre ich Energie. Da sehe ich mein Steier, mein Fluss, da sehe ich die Lebensqualität, die wir da haben. Also ich möchte nirgends woanders hin. Ja, ich bin deswegen natürlich gern da, weil ich da einen riesen Bekanntenkreis habe und Personen, die man als Kunden seit 40 Jahren kennt. Und das ist natürlich eine ganz tolle Sache. Steiertal als Firmenstandort ist perfekt für uns. Work-Life-Balance perfekt. Man hat die Natur, die Berge, man hat nicht zweit in die Arbeit, man hat wirklich viel mehr Freizeit, man kann einfach das Leben genießen. Bei mir war es immer klar, dass ich nach meinem Studium in der Großstadt in Wien wieder unbedingt zurück möchte aufs Land. Wir genießen jeden Tag den Ausblick aus unserem tollen Schaufenster, wo wir auf die schöne Storbach umsehen. Und wir sind vom ersten Tag an wirklich so freundlich und herzlich empfangen worden und freuen uns einfach, dass wir da sein dürfen. Wirtschaft Steiertal ist geballte Kraft, ist eine Zusammenhörigkeit, ist ein Wir-Gefühl. Man sieht bei den Veranstaltungen, gut besucht, aber wir haben tolle Themen. Es macht einfach Spaß da. Wir schauen auf uns und auf die Region halt und schauen, dass was weitergeht. Andere Regionen beneiden uns um diese Unternehmenskooperation, um diese Gemeinschaft, weil es halt auf die Fläche gesehen, auf diesen kleinräumigen Wirtschaftsstandort Steiertal schon gewaltige Dichte ist an Mitgliedsbetrieben und das ist der Erfolg schlechthin. Es ist ein bunter Mix von klein bis groß und wir brauchen alles. Es gibt nicht nur Großbetriebe, der Großbetriebe braucht der kleine und das passt in der Region und es ist auch kein Neiter unter den Unternehmen. Wenn du da schaust, das sind Lehrlinge ausgebildet worden, es ist ein Kommen und ein Gehen, das war früher schon. Geh einmal auf die Walz, viel kommen wieder zurück. Aber das Leben zu lassen, das ist da auch in der Region sehr ausgeprägt. Das Besondere sind die Menschen, die immer freundlich sind, die bemüht sind, die ehrlich sind. Und es macht einfach Spaß, dass man proaktiv die sogenannten Probleme der Zukunft angeht. Thank you.
Wir sind eine Naturregion für Arbeit, Wirtschaft und Freizeit. Und das haben wir positiv entwickelt und das werden wir auch positiv weiterführen. Wenn wir zusammenhelfen, wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen. Neu, die Steiertalcard-App. Bequem Punkte sammeln im ganzen Steiertal. Daheim einkaufen bringt's. Der Lions Club Steiertal präsentiert das erste umweltfreundliche Entenrennen im Steiertal. Umrahmt von einem Hafenfest werden anstatt der üblichen Plastikenten erstmals hunderte Enten aus Erlenholz den Steierfluss entlang schwimmen und beim Zielsprung über die Wehr in Steinbach an der Steier nochmals ordentlich durchgemischt. Rennenten um 7 Euro gibt's bei allen Mitgliedern des Lions Club Steiertal und in ausgewählten Vorverkaufsstellen. Auf die Gewinner warten tolle Preise. Alle Infos auf www.entenrennen.info. Sommercamps im Nationalpark Kalkalpen für Kinder, Jugendliche, Familien und Erwachsene. Erlebe eine unvergessliche Zeit in der Natur. Tiere und Pflanzen des Waldes entdecken, kreativ sein, Lagerfeuerküche und gemeinsam draußen unterwegs sein. Stützpunkt für unsere mehrtägigen Sommercamps ist das Nationalpark Kalkalpen Wildniscamp. Alle Infos auf www.wildniscamp.at. Musikvereine, Sportvereine, Feuerwehren und andere Blaulichtorganisationen aufgepasst. Wenn ihr ein Fest plant, hat Bonissimo das ideale Funkbanierungssystem für euch. Einfachste Bedienung und verkürzte Wartezeiten für die Gäste steigern euren Umsatz. Ihr erfüllt damit auch die gesetzliche Belegerteilungspflicht und bekommt sämtliche Daten und eine genaue Auswertung auf einem USB-Stick. Überzeugt euch selbst und mietet das Bonissimo Funkbanier-Kassensystem von der Firma Bachinger GmbH zu einem fairen Preis. Arzneimittel sind für unsere Gesundheitsversorgung unverzichtbar. Gleichzeitig sind sie höchst sensible Produkte. Das beginnt bei der Beratung über mögliche Wechsel- und Nebenwirkungen und geht bis hin zu Lagerung und Transport. Arzneimittel der österreichischen Apotheken werden von ausgebildeten Expertinnen und Experten abgegeben. In der persönlichen Beratung genauso wie im Internet. Die Nationalparkapotheke Molln bietet ihre Expertise nun auch im neuen Onlineshop. Für einen sicheren und einfachen Medikamentenkauf im Internet mit kompetenter Beratung und höchster Qualität der Produkte. Ja, Silvia, ihr gehört in den Nationalparkapotheken da in Molln immer zu den ganz innovativen Apotheken. Ihr habt als eine der ersten überhaupt einen Automaten gehabt. Bei euch kann man schon lange vor daheim, wenn man daheim krank ist, bestellen und ihr liefert es heim. Aber jetzt gibt es ja ganz was Neues, glaube ich. Ja, wir haben jetzt neu einen Online-Shop. Und da hat man Zugriff auf über 20.000 Artikel. Jetzt bin ich da ab und zu ein bisschen skeptisch, weil ich kriege über meine Mails jeden Tag irgendwelche dubiosen Angebote. Einer vom Durchfallmittel bis zum Haarwuchsmittel, das wir dann online zustellen wollen. Das ist aber bei euch anders. Bei euch sind die Sachen sehr sicher. Ja, wir sind auf alle Fälle beim Bundesministerium für Gesundheit eine zertifizierte Online-Apotheke. Das, was draufsteht, ist auch drin. Und es ist ganz wichtig, dass die Qualität auch der Zustellung passt, dass das Arzneimittel dann auch beim Kunden mit der richtigen Qualität ankommt. Und das heißt, ich bestelle jetzt meine Produkte online am Computer oder durch QR-Code und wie kommen die dann zu den Leuten? Wir können die entweder liefern, wie bisher, oder wenn wer weiter weg wohnt, können wir die auch per Post schicken. Eine weitere Möglichkeit ist, wenn die Leute sowieso in der Gegend dann zu tun haben, dass sie einfach kommen und das abholen, so ein Click-and-Collect-System. Und für Menschen, die zum Beispiel nicht zu Öffnungszeiten kommen können, haben wir auch die Möglichkeit, dass wir es in unseren Automat Medibox reingeben. Der Kunde kriegt dann den Kanal, den gibt er zuerst ein, die dreistellige Nummer, und dann kriegt er einen vierstelligen Code, mit dem er das Produkt dann direkt abrufen kann. Jetzt geht es ja, glaube ich, viel Leute so wie mir. Also ich wäre immer dann krank, wenn irgendein Apotheken oder Doktor zugesperrt hat. Ja. Also da ist natürlich das jetzt auch optimal, wenn ich am Wochenende daheim liege, oder? Und dann kann ich mir das bestellen und kann es auch nach die Öffnungszeiten und so holen.
Genau, also wenn du jetzt zum Beispiel am Samstagvormittag merkst, du bist krank, ein Arzt ist nicht da, dann kannst du einfach online das reingeben. Wir dann bis 12 Uhr das in den Automaten rein und du kannst es dann abholen, wenn es für dich passt. Oder du sagst, ich brauche bitte das Präparat noch und dann stellen wir das auch gern zu. Und vom Preis her, muss man das zahlen, denn das Service, das jetzt zusätzlich anbietet? Oder habt ihr also, gleichen Preise wie da in der Apotheke? Wir haben dieselben Preise wie in der Apotheke. Nur wenn die Zustellung, wenn das unter 70 Euro ist, ist die Zustellung kostenpflichtig. Oder wenn unter 70 Euro eingekauft wird, ist auch die Postversendung kostenpflichtig. Mhm. Aber sonst ist der Preis genauso, wie wenn ich in die Apotheke komme. Das ist mir ganz wichtig, dass nicht da die Leute mehr zahlen, nur weil sie moderne Tools nutzen. Der Online-Marktplatz der Apotheke Molln bietet über 21.000 rezeptfreie Arzneimittel und andere Apothekenprodukte. Die Arzneimittel können außerhalb der Öffnungszeiten rund um die Uhr in der Medibox abgeholt werden, versendet werden oder direkt nach Hause zugestellt werden. Welche Optionen verfügbar sind, können Sie der Shopseite der Apotheke Molln entnehmen. Die entsprechende Beratung bekommen Sie vom erfahrenen Pharmazeutinnen- und Pharmazeutenteam per Telefon, Mail oder vor Ort. Ja, das hört sich alles hervorragend an. Wo ist jetzt der ganz große Vorteil von dem Onlineshop zu anderen Sachen, wie es es bis jetzt gegeben hat? Der große Vorteil ist, dass auch wir mit der modernen Zeit mitgehen müssen und wir einen jungen Menschen besser abholen und jungen Menschen die Versorgung, die lokale Versorgung nahebringen. Und wir haben auch jetzt die Generation der 50 plus, die sehr wohl technikaffin sind, die aber sagen, na und ich will aber jetzt, bin am Berg und will aber jetzt nicht bis um 12 Uhr Samstagmittag herunten sein, ich brauche aber nur ein Blasenpflaster. Dann kann der vom Berg um in den Onlineshop einsteigen und sich das am Nachmittag, wenn er heimkommt, kann er sich das Pflaster aus dem Automaten holen. Ja, das heißt, ihr seid wieder einmal Vorreiter und ganz vorne dabei da als Nationalparkapotheken in Molln bei uns. Ja, das ist uns ganz wichtig, dass man mit der Gegenwart und mit der Zukunft mitgeht und dass wir uns immer überlegen, wo können wir uns einfach nur besser an die veränderten Strukturen anpassen, weil wir wollen einfach auch in 20 Jahren noch ein gutes Unternehmen im Molln sein und ein guter Partner für die Menschen. Und es macht ja auch Spaß, wenn man die Leute mitnimmt in die neue Welt und diese neue Welt auch anbietet und die Möglichkeiten nutzt, die sich da ergeben. Nationalpark Apotheke Molln. Voller Einsatz für Ihre Gesundheit. Im Holzstudio in Leonstein werden Wohnträume wahr. Holzstudio schafft Orte der Entspannung für gemeinsame Abende. Sorgfältig planen die erfahrenen Mitarbeiter ihre Ruheoase. Ihre Küche wird von Tischlerhand gefertigt. Ihr Bad wird zur Wellness-Oase in den eigenen vier Wänden. Viele tolle Einrichtungsideen finden Sie auch auf Facebook und Instagram. In Leonstein ist der Wohnsinn daheim. Bringen Sie Farbe in Ihr Leben. In 20 Jahren hat die Malerei Plörsch hunderte Projekte in der Region für Privat- und Gewerbekunden erfolgreich umgesetzt. Individuelle Lösungsvorschläge, detailgenaue Planung und Facharbeit von Meisterhand machen den Steiertaler Handwerksbetrieb zum kompetenten Partner in allen Bereichen der Malerei und Fassadengestaltung. Lust auf Neues? Vereinbaren Sie am besten gleich Ihren Termin in der Malerei Plörsch in Grünburg. Also mein Tipp, wie es am schnellsten in den Onlineshop der Nationalparkapotheke kommt, ist das. Da ist jetzt ein QR-Code eingeblendet, das könnt ihr auskennen und dann könnt ihr am Abend schon wieder schön bestellen in der Nationalparkapotheke. Oder es geht auf die Website der Nationalparkapotheke Molln, druckt da drauf und dann kommt schon ein Webshop rein. Ja, es ist jetzt 19 Uhr, die Nationalparkapotheken hat schon zugesperrt und ich habe mir von meinem Büro aus vor 3 Stunden im neuen Online-Shop von der Nationalparkapotheken was bestellt und ob ich das jetzt gekriegt habe, das schauen wir uns jetzt an. Gehen wir mal den Kanal ein, 154, okay, und dann gibt es noch einen PIN.
6991 bestätigen. Jawohl. Und jetzt auf Karte. Karte oder Mobiltelefon einstecken oder vorhalten. Machen wir. Willkommen. Bitte auf Bestätigung warten. Müsste funktioniert haben. Danke. Sehr gut. Und jetzt schauen wir, jetzt tut sich schon was. Jetzt tut sich schon was. Das dürfte mein Backerl sein. Wunderbar. Jetzt schauen wir. Ah, jawohl, wunderbar. Sehr gut. Hat tadellos funktioniert. Perfekt. Schauen wir, was drin ist. Neu, die Steiertal-Card. Eine Bonuskarte fürs ganze Steiertal. Daheim einkaufen bringt's. Zehn Jahre Wirtschaft Steiertal. Das wurde beim Neujahrsempfang im Atrium des Nationalparkzentrums Molln mit 140 Mitgliedern und Gästen gebührend gefeiert. Im Jahr 2013 schlossen sich 64 Unternehmen aus den Steiertalgemeinden Grünburg, Molln und Steinbach an der Steier zum Verein Wirtschaft Steiertal zusammen. Im letzten Jahrzehnt hat sich das Wirtschaftsnetzwerk, dem seit 2 Jahren auch die Gemeinde Klaus angehört, auf 130 Betriebe verdoppelt. Ja, man ist tief beeindruckt, was ihr in den 10 Jahren zusammengebracht habt. Und man kombiniert das, was die Region kann. Gescheite Unternehmerinnen und Unternehmer, super tüchtige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und eine der schönsten Gegenden, die wir in der Welt haben. Also wirklich Gratulation zum 10er, macht so weiter. Zuerst möchte ich gratulieren, weil das ist diese Aktion, diese Gemeinschaft, man spürt den Spirit, man spürt, wie die Leute hier zusammenstehen. Das wünsche ich dieser Wirtschaft Steiertal, dass einfach in diesem Tempo, mit diesem Elan, mit diesem Geist die nächsten 10 Jahre gut weitergeht. Die regionale Wirtschaft stärken, Arbeitsplätze sichern und eine positive Zukunftsentwicklung für den Lebensraum Steiertal mit seiner einzigartigen Natur stehen im Fokus des Netzwerks. Vierteljährliche Mitgliedertreffen, ein gemeinsamer Online-Auftritt mit Webshop, die Zeitschrift Maultrommel, Plakatwerbungen, das TV-Format Maultrommel TV und die Steiertal-Card mit der Steiertal-App sind nur einige der Erfolgsprodukte des Initiativenteams rund um Obmann Karl Schwarz. 10 Jahre Wirtschaft Steiertal, das ist ein Grund zum Feiern. Und wir ziehen heute Bilanz und schauen einmal, was Wirtschaft Steiertal so alles bewegt hat. Wir versprechen euch, wir werden heute ordentlich Gas geben. Und wir werden bei der ein oder anderen Frage auch sicher ein bisschen nachbohren am Schluss. Aber sind wir uns sicher, wir haben uns gut vorbereitet, dass wir alles halbwegs gut in der Pipeline haben. Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Im Jahr 2013 ist unsere Initiative Wirtschaft Steiertal gestartet. Die Wirtschaftskammer Kirchdorf lud dann zu einer Informationsveranstaltung. Wir sind daraufhin 39 Unternehmen gewesen, die am selben Abend noch unterschrieben haben und für Wirtschaft Steiertal einen entsprechenden Startpunkt gesetzt haben. Und es ist natürlich nur möglich, mit unseren Mitgliedern vom Wirtschaftsverein Steiertal sich regelmäßig zu treffen und die Ideen einzubringen, über Ideen, über neue Ideen, nicht nur nachzudenken, sondern auch diese entsprechend umzusetzen. Wirtschaft Steiertal ist eine der aktivsten Kooperationsplattformen im Bezirk Kirchdorf. Eines der Erfolgsrezepte ist der Mix aus Klein- und Großbetrieben, vom Einzelunternehmen bis zum Weltmarktführer. Ja, ich darf vielleicht mit dir anfangen gleich, Kurt. Ihr habt jetzt gerade auch wieder ein super neues, modernes Bürohaus errichtet. Ich meine, das ist ein klares Bekenntnis zum Steiertal. Was gefällt euch da im Steiertal so? Wir haben da gute Leute. Wir haben die Möglichkeit, gute Lehrlinge auch zu bekommen, Lehrlinge auszubilden. Das ist unseres Betrieb auch wichtig, durch das sind wir da. Und wie es auch in dem Film schon gesagt worden ist, wir haben eine lebenswerte Region. Was ich kennengelernt habe in der Region, die Leute sind unglaublich offen. Und wo wir immer noch sehr profitieren, ist, wir haben viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit landwirtschaftlichem Background. Die haben einen Hausverstand. Und ohne Mitarbeiter wären wir gar nichts.
Und wir haben, sage ich immer, die besten Mitarbeiter sowieso auf der ganzen Welt. Ich werde auch regelmäßig gefragt, warum seid ihr immer noch in Mölln? Eigentlich sind es zwei Gründe. Einmal taugt es mir persönlich unheimlich. Und das Zweite ist aber, dass es der Firma sehr gut geht und man hat unheimlich gute Mitarbeiter. Wir haben 97% Exportquote. Diese Bodenständigkeit, ja, das ist eigentlich der Erfolgsfaktor und darum glaube ich nicht, dass wir weggehen, zumindest nicht, solange ich Geschäftsführer bin. Ja, Florian Döbel, Geschäftsführer von Mondi Grünberg, ein Bayer im Steiertal, oder, wenn ich richtig informiert bin. Grünberg war ja mal quasi ein unter der Aufsicht der bayerischen Bischöfe, ist mir mal gesagt worden. Und wie ich da begonnen habe, 2015 ist unser Betriebsrat zu mir gekommen, hat gesagt, jetzt haben wir 200 Jahre Ruhe gehabt, jetzt kommt der Nächste. Mir war die Region vorher unbekannt und bin dann mit meiner Familie hergefahren. Wir sind durchgefahren und haben gesagt, das schaut aus wie bei uns daheim. Und dementsprechend wohl fühlen wir uns in der Gegend. Mir ist es ein Anliegen, dass auch die Kleinbetriebe unterstützt werden, forciert werden, in der Weiterentwicklung gestärkt werden. Und mir ist es auch wichtig, dass wir Jungunternehmer und Jungunternehmerinnen finden, die unseren Weg weiterführen und dass die sich trauen, den selbstständigen Weg zu gehen. Ja, die Vorteile liegen darin, dass ich auch als Kleinbetrieb wahrgenommen werde. Ich bin ja seit Beginn dabei und habe immer geschaut, dass ich auch Werbungen schalte, wo man wirklich auch als kleiner Betrieb leistbar wahrgenommen wird. Es ist ein Stückchen, glaube ich, auch Steiertaler Identität entstanden und Steiertaler Selbstbewusstsein. Die Stärken zu zeigen, die Zusammengehörigkeit zeigen. Steieraufwärts gab es auch nur einen Ort, also ihr wisst, wo die Steier entspringt. Wenn es vielleicht einmal Expansionsgelüste gibt, wäre es durchaus eine Möglichkeit, vielleicht. Kennst du da wen, mit dem man reden könnte? Ich stehe zur Verfügung, natürlich, gerne. Die vier Bürgermeister der Steiertalgemeinden bekundeten ihre Glückwünsche mit Videobotschaften. Andreas Russmann aus Mölln, Rudi Meier aus Klaus, Christian Dörfel aus Steinbach an der Steier und Gerald Augustin aus Grünburg. Bitte weiter so, es ist ganz, ganz wichtig für unsere Region. Und abschließend gab es noch einen Crashkurs mit einer originalen Mollner Maultrommel. Maultrommel in die linke Hand nehmen, Daumen, Zeige und Mittelfinger und so an die leicht geöffneten Zahnreihen anlegen und dann die Feder einfach einmal nach innen versuchen zu schwingen. Ja, super. Ich denke, wir haben das, was wir wollten, umgebracht, dass wir einfach die Leute auch nochmal ein Dankeschön sagen können für 10 Jahre Wirtschaft Steiertal. Und es freut uns natürlich außerordentlich. Wir haben mit 80 Leuten gerechnet und 130 sind gekommen. Also das ist mehr als eine Bestätigung, dass wir am richtigen Weg sind und dass wir natürlich auch für die Betriebe da sind. Und das wollen wir auch in Zukunft. Es war spannend zu hören, wie es den Betrieben in der Region geht und vor allem sehr, sehr spannend zu hören, wie sich der Wirtschaft Steiertal entwickelt hat in den letzten Jahren. Das ist wirklich sehr imponierend und faszinierend, wenn man hört, wie sich die Betriebe da vervielfacht haben. Also Herr Präsident, es war ein wunderbarer Abend, glaube ich. Und jetzt tun wir Maultrommeln. Genau. Und das Tolle an dem Film, gratuliere auch allen, die diesen Film gestaltet haben, weil man wirklich in ein paar Minuten diesen Eindruck kriegt, was da für Kraft bei den Betrieben, bei den Mitarbeitern oder die Schönheit der Natur kommt raus. Und einer im Film hat gesagt, und das ist wirklich wie das Erfolgsrezept, wir schauen auf uns, wir schauen auf die Region und wir schauen, dass was weitergeht. Das gilt eigentlich für Oberösterreich auch. Das war die 35. Ausgabe von Maultrommel TV. In der nächsten Folge sind wir zu Gast im neuen E-Tech-Gebäude. Alle bisherigen Beiträge finden Sie wie immer auf www.wirtschaftsteiertal.at. Einschauen bringt's!